Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, heute geht's um Brüche mit gleichem Wert erweitern und kürzen. Ihr habt Aufgaben bekommen und diese will ich mit euch jetzt auflösen. Wir haben hier die Brüche schon vorsortiert, immer die zwei gehören zusammen. Und dann will ich euch dabei erklären, was erweitern und kürzen bedeutet und was gleichwertige Brüche sind, also Brüche mit gleichem Wert. Jetzt geht's los. Diese zwei Brüche haben den gleichen Wert. Da kommt man ziemlich schnell drauf, denn da, wenn jemand eine Pizza bestellt und diesen Teil hier isst und jemand bestellt eine Pizza und isst diesen Teil hier, dann sind beide gleich satt, denn sie haben beide die gleiche Portion gegessen. Und trotzdem steckt hier ein anderer Bruch dahinter wie hier. Links ist der Bruch dargestellt durch 3 Viertel. Es sind 4 Teile geteilt worden und 3 sind lila, also 3 schaue ich an. Bedeutet 3 Viertel. Hier sind es 8 Teile und ich betrachte 6, also 6 Achtel. Ganz klar ist, dass das hier das Gleiche sein muss, deswegen darf ich ein Ist-Gleich dazwischen setzen. Meine Frage mathematisch, wie komme ich denn von 3 Viertel auf 6 Achtel? Wie komme ich auf diesen Bruch mit gleichem Wert? Nun, ich muss oben und unten mit derselben Zahl multiplizieren. Das habe ich hier gemacht mit mal 2. 3 mal 2 gibt 6, 4 mal 2 gibt 8. Wenn ich also oben im Zähler und unten im Nenner mit derselben Zahl multipliziere, dann erhalte ich einen gleichwertigen Bruch. Ich hätte hier auch mit 3 multiplizieren können, dann wäre oben 9 gestanden und unten hätte ich auch mit 3 multiplizieren müssen, wäre 12 gestanden. Das heißt, ein gleichwertiger Bruch zu diesen beiden wäre auch 9 Zwölftel. Ganz wichtig, ich muss immer oben und unten das Gleiche machen. Ich kann nicht oben mit 3 erweitern und unten mit 2 erweitern. Das ist verboten. Und das Ganze nennt man erweitern. Wenn man also den Zähler und den Nenner Gleiches multipliziert, dann steckt dahinter erweitern. Hier ist es eine kleine andere Aufgabe. Es ist auch wieder das Gleiche. Beide haben dieselbe Pizza gegessen. Das links sind 3 Sechstel und rechts, wenn man es darstellt, ist ein Halb. Das sind auch gleichwertige Brüche, denn beide haben den gleichen Wert. Nur dieses Mal geht es anders. Um von 3 Sechstel auf ein Halb zu kommen, muss ich oben und unten das Gleiche machen, aber diesmal dividieren durch 3. 3 geteilt durch 3 gibt 1, 6 geteilt durch 3 gibt 2. Das Ganze nennt man Kürzen. Das ist jetzt eine Spur anders. Denn hier kann ich nicht sagen, ich dividiere jetzt mal durch 2. Denn 3 durch 2 geht nicht und 6 durch 2 würde gehen, aber 3 durch 2 nicht. Das heißt, ich muss mir immer zuerst anschauen, was hier in beiden, in Zähler und Nenner reingeht. In dem Fall die 3. Und erst dann weiß ich, mit was ich kürzen kann. Aber das ist quasi die Erweiterung. Also wenn ich es größer mache, um es wieder zurückzumachen, muss ich kürzen, in dem Fall geteilt durch 3. Hier oben würde ich zum Beispiel von 6 Achtel wieder zurückkommen, indem ich kürze mit 2. Im Zähler geteilt durch 2 und im Nenner geteilt durch 2. Hier unten haben wir noch eine kleine Zusatzaufgabe. Das sind 4 Sechstel. Und meine Aufgabe ist, ich soll kürzen. Da haben wir schon die Aufgabe, ich überlege mir, was passt in den Zähler und was passt in den Nenner. Beides Mal passt die 2 rein. Also kann ich oben durch 2 dividieren und unten durch 2 dividieren, denn kürzen heißt ja dividieren. Nochmal, ich muss beides Mal das gleiche machen, geteilt durch 2. Also kommt hier raus 2 Drittel. Diese Bögen muss ich nicht jedes Mal machen. Ich muss aber aufpassen, dass ich eben oben und unten das gleiche mache. In dem Fall mit 2 dividieren. Ja, und von der Darstellung her schaut es dann so aus. Also, alle diese Paare haben den gleichen Wert. Diese Brüche haben den gleichen Wert, diese Brüche haben den gleichen Wert und diese Brüche haben den gleichen Wert. Wenn ich mal nehme, Zähler und Nenner, spricht man von erweitern. Wenn ich geteilt den Zähler und den Nenner nehme, spreche ich von kürzen. Und beim Kürzen muss ich eben aufpassen, da muss ich zuerst schauen, was geht denn überhaupt. Beim Erweitern, da kann ich erweitern, wie es die Aufgabe verlangt, beziehungsweise wie ich will. Nochmal eine kleine Zusammenfassung. Das ist wieder ein Bruch. Der ist dargestellt als 2 Achtel. Ja, 8 Teile, 2 Stück davon. Aber ich weiß ja auch schon, dass ich es hier nur in 4 Teile unterteilen kann. Und wenn ich das dann betrachte, ist es eben ein Viertel. Hier kann ich also unzählige Brüche mit gleichem Wert finden. Ein Viertel, 2 Achtel. Und wenn ich es nochmal unterteilen tät, nochmal kleiner, kommt 4 Sechzehntel. Hier nochmal unterteilt, 8 32stel. Oder mit 2 erweitert, mit 2 erweitert, mit 2 erweitert. Ich könnte ja auch direkt von 1 Viertel auf 8 32stel kommen, hätte ich halt mit 8 erweitern müssen. Was haben wir heute gelernt? Wir wissen, was erweitern und kürzen bedeutet. Erweitern heißt Zähler und Nenner mal. Kürzen heißt Zähler und Nenner geteilt. Aber vorher gucken, was kann ich denn überhaupt im Zähler und Nenner geteilt nehmen. Und Brüche mit gleichem Wert heißt so viel wie, die Brüche schauen anders aus, sie haben andere Zahlen,
Aber am Schluss kommt das Gleiche raus und ich kann ein Ist-Gleich dazwischen setzen. Das war's für heute. Bis zur nächsten Stunde.